Guten Tag und herzlich willkommen. Wer kennt einen Schweinehund? Wer hat einen Schweinehund? Vermutlich jeder, aber kaum jemand zahlt Schweinehundesteuer dafür. Das wäre vielleicht angesichts der leeren Kassen eine ganz gute Idee für die Regierung. Zwinker-Smiley. Da wir hier unter uns sind, habe ich die Anrede du gewählt. Ich war viele Jahrzehnte in der Psychotherapie und in der Gesundheitsberatung tätig und durfte dabei nicht nur meinen eigenen Schweinehund besser kennenlernen. In diesem Video verrate ich dir seinen Wohnort, erkläre dir seine Taktiken und zeige dir, wie du gemeinsam mit ihm deine Ziele erreichen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung. Besuchen wir den Schweinehund einfach mal zu Hause. Eine Geschichte verrät uns seinen Wohnort, obwohl ihm das gar nicht gefällt. Sam arbeitete auf einer Baustelle in einer Stadt des Mittleren Westens. Jeden Tag, wenn die Sirene zur Mittagspause ertönte, setzten sich die Kollegen hin und packten ihre Lunchpakete aus. Mit schöner Regelmäßigkeit hörten sie, wie Sam sich beklagte. "Hol mich der Teufel", jammerte er, "nicht schon wieder Sandwich mit Erdnussbutter und Marmelade. Ich hasse Erdnussbutter und Marmelade." So ging es jeden Tag, bis es den Kollegen zu bunt wurde. "Hör mal", sagte einer, "wenn du Erdnussbutter und Marmelade nicht magst, dann sag doch endlich deiner Frau, sie soll dir etwas anderes mitgeben." "Gott bewahre", protestierte Sam. "Ich bin nicht verheiratet. Ich mache mir meine Sandwiches selber." Na sowas. Wir schaffen uns unser Schicksal größtenteils selber. Aus Bequemlichkeit. Übersehen das aber in der Regel. Und wenn etwas schiefläuft, wird die Ursache im Außen gesucht. Dabei ist das Steuer für unser Schicksal ganz nah. Es sitzt mitten zwischen unseren Ohren. Wir selber lenken unter anderem die drei wichtigsten Lebensbereiche: die Ernährung, die Bewegung und das Denken. Wie schaut's mit deiner Ernährung aus? Versorgst du deinen Körper mit den lebensnotwendigen Vitalstoffen aus Obst und Gemüse? Oder leidest du zunehmend an Erkrankungen, deren Symptome mit Medikamenten behandelt werden, ohne die Ursache zu beheben? Und wie hältst du es mit regelmäßiger Bewegung? Möchtest du dich fit halten, zum Beispiel mit dem Fahrrad? Welche Variante ist dir lieber? Wie ist deine Einstellung zur Fitness? Mit Freude klappt alles viel besser, in diesem Fall sogar mit dem Einrad. Wenn da nur die hinderlichen Gedanken nicht wären. Das Glas Wasser ist halb leer. Alles geht schief. Das ist nicht zu schaffen. Ich hab's versucht. Ich muss. Toll, das Glas Wasser ist halb voll. Das klappt schon. Wie fange ich am besten an? Ich will. Ich werde. Es beginnt mit dem Denken und der Wortwahl. Ist dein Glas Wasser halb leer oder halb voll? Geht alles schief oder bist du überzeugt, dass es schon klappen wird? Musst du oder willst du? Versuchst du oder wirst du? Wenn du aktiv werden willst, wirst du allerdings schon den Schweinehund mit seinen fiesen Taktiken kennenlernen. Der Schweinehund hat drei Taktiken, um Sand ins Getriebe der guten Vorsätze zu streuen. Die erste davon ist es, die Entscheidung in Frage zu stellen. Nehmen wir an, ich möchte Gewicht reduzieren. Aber wenn das zur Gewohnheit wird? Untergewicht ist ja auch nicht gesund. Und was, wenn ich in Öl gemalt werden soll? Mit einer Figur wie Miss Twiggy wäre ja kaum etwas von meiner Schönheit zu sehen. Den Entschluss zum Handeln im Vorfeld verhindern. Man müsste mal den Keller aufräumen. Man müsste den Müll rausbringen. Oder man müsste den Rasen mähen. Da stellt sich zum einen die Frage, wer ist dieser Mann? Meiner oder deiner vermutlich nicht. Müsste, könnte, sollte. Der Konjunktiv in solchen Sätzen schützt immer vor dem endgültigen Entschluss zum Handeln. Es gibt ein Lieblingswort vom Schweinehund und das ist das Wort eigentlich. Man müsste eigentlich die Steuererklärung machen. Man müsste eigentlich seine Unterlagen sortieren.
Eigentlich bedeutet, dass man es dann in Wahrheit doch nicht tut. Die Ausführung sabotieren. Ich schildere das an meinem Lauftrainingsplan, den ich gemacht habe. Erster Tag ist ein Montag. Ich will starten, ziehe meine wunderbare Funktionskleidung an, will in meinen Schuh schlüpfen und stelle fest, da ist ein großes Loch im Socken. Auf die Schnelle finde ich blöderweise keine geeigneten anderen Socken. Also findet das Lauftraining heute nicht statt. Dienstag. Heute ist kein Trainingstag. Man soll ja immer Pausen zwischen den Einheiten haben. Mittwoch. Auf geht's. Oh Gott, es regnet. Also heute fange ich dann doch besser nicht an, denn ich möchte ja keine Lungenentzündung riskieren. Endlich ist der Donnerstag da. Nein, heute ist ja Pause und ich möchte doch eine Routine etablieren. Also beginne ich am Freitag. Obwohl, ob das wirklich Sinn macht, so kurz vor dem Wochenende? Einerseits schützt uns der Schweinehund vor einer Selbstüberforderung. Auf der anderen Seite kann er unsere schönsten, ambitioniertesten Pläne ins Wanken bringen. Angesichts dieser Taktiken stellt sich die Frage, ob du überhaupt etwas ändern möchtest. Du hast es in der Hand. Möchtest du auch weiterhin in deiner Komfortzone bleiben? Lieber nichts ändern? Fühlst du dich wohl mit deinem Dasein? Kein Problem. Es liegt an dir. Oder möchtest du dich verändern? Möchtest du Farbe, Freude und Gesundheit in dein Leben bringen? Dann zeige ich dir 4 Schlüssel für eine erfolgreiche Veränderung. Es ist ganz einfach. Definiere ein oder mehrere Ziele, aber nicht zu viele auf einmal. Plane, wie du dein Ziel erreichen kannst. Visualisiere, also stelle dir vor, dein Ziel hättest du bereits erreicht. Und zu guter Letzt, motivier dich, aber richtig. Wir betrachten die einzelnen Schlüssel in der Folge an einem Beispiel. Als erstes gilt es, ein Ziel zu definieren. Wenn du Ziele definierst, wird dein Unterbewusstsein automatisch Wege finden, die dich unterstützen. Wie formuliere ich ein Ziel? Hinzu, nicht weg von. Ich will Sahnetorte nicht mehr essen, ist kein Ziel. Das Gehirn kennt das Wort nicht nicht. Denk nicht an einen rosa Elefanten. Denk nicht an Sahnetorte. Worauf fokussiert sich das Gehirn? Richtig. Auf rosa Elefanten und auf Sahnetorte. Denk an deinen Einkaufszettel. Da schreibst du, was du ganz konkret haben möchtest und nicht das, was du nicht möchtest. Also Äpfel anstatt keine Sahnetorte. Checke bei der Überlegung, welches Ziel du hast, ob du das genau definieren kannst, ob es realistisch ist und ob es messbar ist. Ich will gesünder sein, ist kein Ziel. Es ist nicht konkret und es ist auch nicht messbar. Ich möchte ausgehend vom Trainingszustand einer Couchpotato binnen 3 Wochen einen Marathon laufen. Das ist unrealistisch. Ich möchte nach jahrzehntelangem Raubbau an meinem Körper mit Vitalstoffen in 2 Monaten meine Wehwehchen los sein. Auch das ist unrealistisch und nicht messbar. Ein messbares Ziel ist, ich möchte meinen Körper entgiften. Und das soll das Ziel in unserem Beispiel sein. Die Rosenblätter auf dem Schild erinnern übrigens daran, dass der Weg zu einem Ziel wie die Rose dornig sein könnte. Mit einer guten Planung kannst du das allerdings verhindern. Wenn es dein Ziel ist, deinen Körper zu entgiften, hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst dir ein Buch zum Thema besorgen, zum Beispiel die bewährte Stoffwechselkur oder die Vitalstoffentscheidung. Du kannst deine verarbeiteten Nahrungsmittel aussortieren. Du kannst lernen, frisch zu kochen. Du kannst frische Lebensmittel kaufen. Du besorgst dir hochwertige Bioaktivstoffe. Wichtig ist es, dass du schrittweise planst. Wie viele Tage brauchst du, um ein Buch durchzulesen? Wie viele Tage gibst du dir, um Nahrungsmittel auszusortieren? Wie viele Wochen planst du, um kochen zu lernen? Wie viele Tage siehst du vor, um dich zu Bioaktivstoffen zu informieren und um deine Entscheidung zu treffen? Ganz wichtig ist, notier dir ein Datum zu den einzelnen Schritten. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens und diese Tage gilt es sinnvoll zu füllen.
Du kannst auch regelmäßig checken und markieren, ob du deine Ziele erreicht hast. Das ist deswegen wichtig, weil du für den Fall, dass du deine Ziele nicht erreicht hast, einfach gucken kannst, woran es gelegen hat und wie du deine Planung optimieren kannst. In der Beschreibung unter dem Video findest du eine Checkliste für die Zielerreichung. Nun beginnt der einfachste Part. Nutze die Kraft der Visualisierung. Kinder tun es, Sportler tun es. Immer mehr Menschen entdecken die Kraft der inneren Bilder. Du kannst visualisieren, was immer du möchtest. Superman, prima Ballerina oder ein in jeder Situation unbesiegbarer Löwe. Stell dir vor, du bist schlank und sportlich. Bei dir ist es aufgeräumt, du bist sozial aufgeschlossen. Stell dir vor, du hättest dein Ziel bereits erreicht. Stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du ganz oben auf deinem persönlichen Siegerstreppchen stehst. Dieses Gefühl kannst du kultivieren und mit etwas Übung regelmäßig abrufen, damit es dich sicher zu deinem Ziel begleitet. Stell dir bezogen auf dein Ziel der Entgiftung vor, dass deine Entgiftungsorgane wieder unbelastet arbeiten können. Fühle, wie deine Energie und Lebenslust zurückkehren. Beobachte, wie dein Hautbild sich bessert, die Augen klarer werden und Körperfunktionen wieder ins Gleichgewicht kommen. Spüre, wie du Belastungen geschmeidig abfedern kannst. Freue dich an deinem guten Gedächtnis und darüber, dass du dich unbeirrt auf positive Ziele fokussieren kannst. Wenn du dein Ziel visualisiert hast, musst du dir um deine Motivation für den Anfang eigentlich keine Gedanken mehr machen. Da die Ziele aber nicht über Nacht, sondern eher mittel- bis langfristig erreicht werden, ist es wichtig, die Motivation dauerhaft wach zu halten. Wie funktioniert Motivation überhaupt? Für eine Motivation von außen gibt es nicht nur bei Eseln zwei Möglichkeiten. Entweder Möhrchen als Lockmittel oder Feuer unter dem Hintern. Belohnungen oder Druck, ob selbstgemacht oder von außen, funktionieren allerdings nur kurzfristig. Antoine de Saint-Exupéry hat uns ein schönes Bild für eine Motivation von innen geschenkt. Wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit, Holz zusammenzusuchen, Bretter zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem großen und endlosen Meer. Die Sehnsucht nach einem besseren Leben schlummert auch in dir. Du musst sie nur finden, wecken und pflegen. Der Weg zum Ziel besteht aus Puzzlesteinen. Für eine Entgiftung ist die Ernährung der wichtigste. Wir sind Materie und Energie. Beides entsteht vor allem aus der Nahrung, die wir aufnehmen und verstoffwechseln. Stoffwechsel bedeutet unter anderem, dass der Körper den aufgenommenen Stoff, die Nahrung also, wechselt in Strukturen wie Knochen, Muskeln und Organe, in Funktionen wie Herzschlag, Nervenfunktion, hormonelle Prozesse und so weiter und dass er Gifte kontinuierlich ausscheidet. Unser Körper ist quasi ein Obstkorb auf zwei Beinen, der nur dann optimal funktioniert, wenn er mit Obst und Gemüse und zusätzlich mit den lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren versorgt wird. Faule Früchte oder Nachbildungen aus Plastik und mit viel körperfremder Chemie beeinträchtigen unser Funktionieren und schaden unserem Körper, weil sie eine Entgiftung verhindern. Wer entgiften will, muss eine Entscheidung treffen. Er muss sich entscheiden zwischen einer artgerechten Ernährung oder Industriefutter. Jeder Entscheidung muss ein Entschluss folgen. Wenn du dich zu etwas entschließt, wirst du es auch umsetzen. Der Entschluss besteht jetzt darin, ich checke und ändere meinen Haushalt und meine Ernährungsgewohnheiten. Wenn du beschlossen hast, dich zur Entgiftung ausgewogen zu ernähren, stellt sich die Frage, wie funktioniert eigentlich eine ausgewogene Ernährung? Ausgewogene Ernährung ist sehr einfach. Die Ernährungspyramide der Ernährungsgesellschaften hilft bei der Orientierung. Die Basis sind viel Obst und Gemüse und Kräuter, dazu Getreide und Hülsenfrüchte. Verarbeitete Nahrungsmittel sowie tierische Nahrungsmittel sollten seltener verzehrt werden. Sehr einfach ist es, sich an den Holy Seven der Ernährung zu orientieren. Zum Obst und Gemüse und Kräutern ist zu wissen,
dass sie in erster Linie regional erzeugt werden sollten, damit es keine langen Transportwege gibt. Saisonal haben sie den höchsten Vitalstoffgehalt. Aus biologischer Erzeugung kann man sicher sein, dass man kaum Agrargifte zu sich nimmt. Sie sollten ohne Gentechnik erzeugt sein. Der Nutzen wird nicht untersucht. Berichte über Schäden, zum Beispiel bei Tieren, sind bis heute nicht widerlegt. Nahrungsmittel sollten nicht industriell verarbeitet sein. Denn du musst dir dann keine Gedanken mehr machen über Höchstmengen oder Risiken und Wechselwirkungen von irgendwelchen Zusatzstoffen, die du in Zwei-Punkt-Schrift auf den Verpackungen findest. Preiswerter ist es außerdem. Du solltest frische Nahrungsmittel verwenden oder sie selber ohne Zusatzstoffe konservieren. Ganz wichtig ist es, dass du deine Ernährung in jedem Fall mit hochwertigen Vitalstoffen aus natürlichen Quellen ergänzt. Bioaktivstoffkonzentrate sind in unterschiedlichen Formen verfügbar. Zum Beispiel als flüssiges Bioaktivstoffkonzentrat, als Pulver zum Anrühren, dann oft mit Ballaststoffen kombiniert, als Presslinge, Tabletten oder Kapseln. Ganz wichtig, achte auf Qualität. Mehr dazu kannst du in der Vitalstoffentscheidung nachlesen. Jetzt stellt sich die Frage, wie lange ich diese Ernährung umsetzen sollte oder wie ich Vitalstoffe dosieren soll. Frage 1. Wie lange soll ich meine Ernährung umstellen und Vitalstoffe einnehmen? Die Antwort ist identisch mit der Antwort auf die Frage, wie lange möchtest du gesund sein und bleiben? Oder wie lange ist dir ein gesunder Körper wichtig? Frage 2. In welcher Dosierung soll ich Vitalstoffe einnehmen? Auf Verpackungen stehen oft Werte von mehr als 100% einer empfohlenen Dosierung. Dazu ist Folgendes zu wissen. Bei Vitalstoffen werden juristische Dosierungen unterschieden vom tatsächlichen Bedarf für eine optimale Funktion des Stoffwechsels. Juristische Dosierungen sollen ausreichend, also entsprechend einer Schulnote 4, sein, um einen Mangel zu verhindern. Oft sind sie jedoch nicht einmal ausreichend, also mangelhaft, entsprechend einer Schulnote von 5, da individuelle Belastungen nicht berücksichtigt werden. Am Beispiel von Motoröl möchte ich dir das erklären. Wenn der Motorölstand deines Fahrzeugs am Minimum ist und du weiterfährst, gehst du Risiken ein. Einen erhöhten Verschleiß, eine Überhitzung, eine Motorbeschädigung mit Schäden an Kurbelwelle, Nockenwelle oder Ventilen mit teuren Reparaturen als Folge. Der Motor bringt nicht mehr die volle Leistung und irgendwann gehen die Motorwarnleuchten an. Einem Motor gibst du Öl, vermutlich bevor die Warnleuchte einen Mangel anzeigt. Der menschliche Körper hat keine Warnleuchte, nur unspezifische Symptome. Organschäden, die später entstehen, sind nicht immer reparabel. Du bist mit deinem Wissen und deiner Fürsorge für deinen Körper verantwortlich. Versorge ihn mit einer artgerechten, ausgewogenen Ernährung ohne Chemie und versorge ihn regelmäßig mit Bioaktivstoffen in einer wissenschaftlich etablierten Dosierung. Damit erreichst du für deine Gesundheit die Schulnote 1 bis 3. Entgiftung ist das Ziel. In diesem Beispiel haben wir beleuchtet, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Was ist nun das Fazit? Um die eigenen Ziele zu erreichen, ist es wichtig, sich zu informieren, durch Videos und durch Bücher. Es ist wichtig, die Ziele und die einzelnen Schritte dorthin festzulegen und aufzuschreiben. Beobachte und tausche dich aus mit Menschen, die Ziele bereits erreicht haben und die dir zeigen können, wie Gesundheit funktioniert und wie sie ihren inneren Schweinehund überwunden haben. Der Schweinehund selber kann ein treuer Begleiter sein. Er stellt uns auf die Probe und testet aus, wie ernsthaft wir an unseren Zielen festhalten. Er schützt uns vor Selbstüberforderung. Wenn wir seinen Wohnort im Blick haben und seine Taktiken rechtzeitig durchschauen, können wir jedes gesetzte Ziel erreichen. Dir und deinem Schweinehund wünsche ich ein harmonisches Miteinander und viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele. Schreib gerne in den Kommentaren, was dir geholfen hat oder wo dich der Schweinehund schon mal ausgetrickst hat. Wir können alle voneinander lernen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und über ein Abo. Herzlichen Dank.